Was bedeutet Astrologie? Hermetische Gesetze wie oben, so unten, wie im Kleinen, so im Großen, wie im Mikro, Makro. Bis wie weit stimmt Astrologie? Ist es Zufall oder Schicksal? Es ist definitiv kein Zufall. Wir suchen uns diesen Lebensplan aus. Warum willst du ständig weitermachen? Weil es im Lebensplan ablesbar ist. Durch die Astrologie würdest du auch behaupten, dass du sagen kannst, passen diese zwei Partner zusammen oder nicht? Nicht nur behaupten, sondern es ist 1:1 ablesbar. Auch bei der Astrologie merke ich, dass die Frauen offen sind für dieses Thema, für ihre Kinder vor allem, für sich selber, aber auch für ihre Männer. Profisportler, keine Ahnung, Formel 1, wer auch immer, nutzt Trainer und Coaches und Physios und so weiter. Der normale Mensch denkt, wenn er einen Trainer nimmt oder so eine Beratung, dann hat er ein Problem. Nee, hat er nicht, er will einfach weiterkommen. Der Gast aus 307. Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden. Liebe Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute bei meinem Podcast unter dem Motto My UV. Für mich, für dich, für uns. Unter dem ganz großen Credo Life can be better habe ich heute einen ganz besonderen Mann und guten Freund bei mir, und zwar den lieben Ernst. Und es geht heute nicht um den Spaß, sondern es geht heute um Ernst, und zwar um Astrologie unter dem Motto Life can be better. Servus und grüß dich, lieber Ernst. Ich grüße dich, lieber Daniel, und freue mich riesig über das Thema und natürlich mit dir als weltoffene Persönlichkeit darüber zu sprechen. Auf geht's zu einem neuen Abenteuer. Und er heißt ja nicht nur Ernst, sondern sein vollständiger Name heißt Ernst Albrecht Föhringer, und er ist Astrologiewissenschaftler. Und wer ihn jetzt noch nicht bildlich vor sich hat, aber allein schon der Name Ernst Albrecht Föhringer und wie der Ernst auch ausschaut, ist er für mich genau authentisch von der Art und Weise her, wie er sich gibt, wie er lebt und wie er fühlt. Ich habe viel rumgesucht, aber ich habe für mich den Besten gefunden, der sich mit diesem ganz speziellen, aber sehr, sehr bedeutsamen Thema wunderbar auskennt. Und da werden wir euch jetzt ein bisschen was näher bringen, denn ich habe für mich beschlossen, dass es in der heutigen Zeit gehört es in eine Familie genauso hinein wie der Gang in die Kirche. Beten zum lieben Gott gehört genauso dazu, sich mit einem Astrologiebild zu beschäftigen. Und um euch das auch ein bisschen näher zu bringen, habe ich mir gedacht, werde ich mal den Ernst einmal so ein bisschen zu mir beten, und er soll uns einmal alle Geheimnisse auspacken. Und er hat mir versprochen, er wird uns da mal richtig mit auf diese Reise nehmen. Ja, also lieber Daniel, ja, es ist ja so, wenn ich zurückdenke, als Unternehmer, Sohn geboren im Bereich Holzhandlung im Stuttgarter Raum, Lochinger Hafen. Mein Vater und Onkel hatten da zwei Firmen, einmal bei Reutlingen, einmal in Lochingen. Und da bin ich halt einfach hineingewachsen, drei Schwestern, und so war vorgegeben. Der Sohnemann ist nächste Generation. Also quasi, ja, war vorgegeben, auch nicht wirklich doof oder so, ne? Aber die Frage, die man sich stellen darf, ist es wirklich mein Ding? Ne? Jetzt bist du ja auch, in dem Sinn bist du ja auch Unternehmersohn. Ja? Und so gibt es viele Unternehmerkinder, ob Sohn oder Tochter. Ist es wirklich das, wozu sie auf dieser Welt sind? Was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Und da habe ich lange, war dann 5 Jahre in Hamburg, war in Afrika. Wir haben Tropenhölzer importiert, weltweit. Und das habe ich sehr lange betrieben und auch sehr ernsthaft und auch alles andere als unerfolgreich. Aber ich hatte keinen Spaß. Es hat mich nicht begeistert. Und so vergingen viele, viele Jahre. Ich habe dann zweimal auch erweitert, umstrukturiert. Und irgendwann ging es mir gesundheitlich einfach nicht mehr gut. Und nicht mehr gut ist so ein bisschen milde ausgedrückt. Mir ging es sehr schlecht. Ich wurde aber auch nicht verstanden von meinem Umfeld, weil jemand sagte, was gibt es denn noch? Und
wie gesagt, keiner hat mich verstanden, wenn die in meine Firma gekommen sind, auf einen Kaffee. Bekannte haben sich gesagt, boah, das ist deine Firma und überhaupt. Und du erzählst da gar nicht wirklich viel. Und war so im Nachhinein erschreckend, wie wenig, wirklich so, weißt du, das, du bist auch ein Mensch, du brauchst Begeisterung, ne? Und Spaß am Leben. Und es war für mich einfach, ich hatte keinen Spaß an dem, was ich tat. Und von all dem, du hast vorhin so gesagt, na ja, das ist eine uralte Wissenschaft und das geht nicht gegen Kirche, im Gegenteil. Und das ist auch kein Hokuspokus, keine Glaskugel. Es gibt Horoskope, die man ausdrucken kann oder auch ablesen am Bildschirm, die einen Lebensplan darstellen. Und letztendlich geht es so, das zu leben, was einen ausmacht. Meine Schwester sagte, geh mal zu einer Astrologin. Dann habe ich, als sie mir sagte, Astrologie wäre mein Ding, habe ich sie einfach nur in Frage gestellt, habe halt einfach gesagt, hier, selbst wenn es so wäre, was nicht stimmt, geht's nicht, ich habe die Firma. Also ein längerer Prozess und irgendwann habe ich mich entschlossen, nachdem es immer schlechter ging, ich werde das tatsächlich mal so eine Ausbildung machen. Und 2006 habe ich angefangen und 2008 war ich fertig und habe dann sofort während der Ausbildung, ich werde Wirtschaftsastrologie betreiben. Und ich habe auch 2/3 Unternehmer, 1/3 privat, Geschäftsführer in alle möglichen Branchen, die ganzen bekannten Firmen. Ich habe Unternehmer, die Milliardenumsätze machen. Ich habe Schauspieler, Sportler, Unternehmensnachfolge, junge Menschen, die ihre Kinder, also auch die ganzen Themenbereiche, die hier möglich sind, ist die Astrologie, macht vor nichts Halt. Doch vor einem, keine Vorhersage, morgen passiert dies oder jenes, der Daniel geht morgen in München oder sonst wo, statt links, rechts aus dem Haus. Also Quatsch, ne? Also alles, was Vorhersage ist, was tot ist, was irgendwo, also dazu bräuchte ich eine Glaskugel, habe ich nicht. Die Astrologie ist Jahrtausende alt und auf diese Art und Weise, auf ethisch höchstem Niveau, betreibe ich das auch. Und genau das, was ich mir habe nicht vorstellen können, das mache ich jetzt seit 2008 angemeldet, Stars in Business Wirtschaftsastrologie und hätte mir das niemals vorstellen können. Ja. Ja, spannend, Ernst. Jetzt machen wir so ein ganz kurzes Frage-Antwort. Ich frage kurz und du antwortest knapp, gell? Ja. Oder knackig. Ja. Was bedeutet Astrologie? Astrologie bedeutet hermetische Gesetze wie oben, so unten, wie im Kleinen, so im Großen, wie im Mikro, Makro. Also wenn ein Mensch durch Datum, Ort und Uhrzeit auf die Welt kommt, hat er einen Lebensplan und die Seele sucht sich eine Aufgabe aus für andere Menschen. Und diesen Plan kann man übersetzen, kann man benennen, damit dieser Mensch sein Potenzial lebt, ein begeistertes, glückliches, erfolgreiches und Leben führt. Okay. Nächstes, bis wie weit stimmt Astrologie? Ist es Zufall oder Schicksal? Kurz und knackig. Ist es Schicksal? Für mich ist es kein Zufall. Es ist definitiv kein Zufall. Wir suchen uns diesen Lebensplan aus. Okay. Was bedeutet mein Horoskop für mich? Beziehungsweise zweite Frage gleich dazu. Was ist der Unterschied zwischen dem Horoskop und dem Aszendent? Also das Horoskop ist ja der ganze Lebensplan mit allen Planeten und allen Lebensbereichen. Wie gehe ich auf Dinge zu, wie werde ich wahrgenommen und. Und der Aszendent ist konkret, wie werde ich wahrgenommen? Wie ist dein Spontanverhalten? Jetzt darf ich hoffe, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Du bist ja Widder geboren, deine Sonne ist im Zeichen Widder geboren, somit bist du ein impulsiver Mensch. Und du hast gleich 3 Planeten, den Merkur für Reden, Wissen, Denken und die Venus für Selbstwert und Werte und Beziehung, hast du alles im Widder. Und auf der anderen Seite hast du diesen Krebs-Aszendent. Spätblüher. Spätblüher heißt, hat nichts mit Intellekt zu tun, sondern du solltest, die richtige Empfehlung ist, erfühle und spüre, was zu dir passt, was dich ausmacht. Und hier habe ich so mein Lieblingsbegriff oder Worte sind Spätblüher. Also es sind Menschen, die Erfahrung erleben müssen, nicht rechnen und denken. Also man spürt auch, ich habe immer wieder Menschen, die sagen, dann rate doch mal oder sag mir doch mal, wer ich bin, was ich bin. Dann sage ich, hier geht es wieder nicht um Glaskugel, sondern und man nimmt auch den Aszendent viel mehr wahr, wie das Tierkreiszeichen, was es in der Fachsprache heißt.
Also wie gehst du, du gehst emotional auf Dinge zu. Du musst Dinge erfühlen und spüren. Und wenn du erfüllt und gespürt hast, das ist für dich stimmig, dann ist es angekommen und dann kannst du deinen Weg gehen. Hey Leute, und folgt mir gerne auf Instagram und YouTube. Holt euch überall die Abos und teilt gerne den Podcast an eure Freunde. Danke, euer Daniel. Jetzt hast du gesagt, mein Aszendent ist Krebs und Widder. Ja? Also deine Horoskop, Sonne ist dein Widder. Ja. Genau, im Horoskop bin ich Widder und im Aszendent bin ich Krebs. Ja, aber der Begriff Horoskop steht ja für das Ganze, ne? Für den ganzen Tierkreis und für die ganzen Lebensbereiche. Und im Horoskop ist das Sternzeichen und der Aszendent inbegriffen. Genau, da ist alles enthalten, die ganzen Lebensbereiche, wie Werte, wie Wissen, wie Wohnen, wie Sport, wie Spaß, wie Beruf, Berufung, Partnerschaft, alles drum und dran. Da ist alles aufgezeigt und übersetzbar. Okay, zwei Fragen. Wie wird man Astrologiewissenschaftler und warum tretest du dafür an, dass Astrologie für den Menschen, für Familien, für Beziehungen so wertvoll und wichtig heutzutage ist? Naja, weil halt, wenn ein Mensch auf die Welt kommt, dann hat er ja zufällig dann Eltern oder ganz klar, sonst kommt er nicht auf diese Welt. Und jetzt ist es doch gut, wenn ich weiß, welche Anlagen Bedürfnisse, Talente ein Mensch hat. Wenn so ein wertvoller junger Mensch auf die Welt kommt, dann kann man herauslesen, wie dieses Kind den Vater empfindet, die Mutter empfindet, was es braucht, wie es es bestmöglich unterstützen kann. Und das ist halt übersetzbar, herauslesbar und dann kann mein Kind bestmöglich unterstützen. Dann geht es ja weiter Richtung Schule oder hat mein Kind ein Bedürfnis oder ein Talent, wie bei dir im Horoskop? Ich mache es immer so ein bisschen anhand deines Horoskopes erklärend. Du hast in diesem Lebensbereich Gruppen, Fachsprache, Haus 11, hast du zwei Planeten. Es begeistert dich, in Gruppen, in Teams zu sein. Das tut deinem inneren Kind, tut das sehr, sehr gut. Also du brauchst Teams, Gruppen. Das kann natürlich auch in der Firma sein. Das kann aber, und guck mal, nicht weil ich weiß, was du tust und machst, was dich begeistert, aber dich begeistert, wenn du was im Team tun kannst. Also du plauderst jetzt quasi schon von meinem privaten Horoskop, weil du hast ja mein Horoskop, weil ich dir ja meine ganzen Daten gegeben habe. Ja. Ein genaues Geburtsdatum und die Geburtsstunde, Minute plus den Geburtsort. Und da hast du mein Horoskop jetzt vorliegen. Ja. Gibst mir jetzt eine kleine Daniel Stock-Zusammenfassung. Ja, so zum Teil eben einmal Daniel Stock und auch wofür nutzend und um stimmig und sinnig sein Leben zu leben. Und jetzt sieht man natürlich raus, wie kann man, so weit müssen wir jetzt nicht gehen, wie du Papa oder Mama empfindest und spürst und erlebst, liest man raus. Und weil du ja angesprochen hast, wo kann man das überall nutzen oder wo ist es sinnvoll? Wofür ist wirklich diese große Qualität der Astrologie? Und jetzt kann man sagen, okay, in welche berufliche Richtung? Ja, hier drin steht ja ganz klar bei dir Selbstständigkeit, große Horizonte, geistig, körperlich reisen, ein Leben lang, dass du ein tiefgründiger Mensch bist, dass du Dinge auf den Grund gehen willst, dass du, wenn man dir sagt, na ja, Daniel, das haben wir immer so gemacht, so machen wir das auch weiter, geht bei dir zum Beispiel gar nicht. Ja, also heißt die berufliche Richtung, heißt dann auch, wie sich das weiterentwickelt mit Lebenszyklen, ja, und guck mal, zwei Drittel der Menschen wählen ungefähr die richtige berufliche Richtung. Und ein Drittel laut Statistik fängt ein Job an, eine Ausbildung und bricht ihn wieder ab. Also alle Lebensbereiche sind hier aufgezeigt. Also Beruf, Liebe, Beziehung, Privat. Alles komplett. Was würdest du bei auch, mir jetzt Beziehung und Liebe? Auch jede dritte Ehe wird geschieden. Also weil muss das ich, sein. Ich habe ja auch so, gell? Deswegen auch My UV, Life Can Be Better.
Das sind viele Werkzeuge, die ich den Menschen an die Hand legen möchte, die nicht sagen, ach, das Leben ist kein Ponyhof oder jetzt ist es halt zu spät, das mache ich im nächsten Leben oder ja, man kann nicht alles haben, sondern mein großer Purpose, meine große Intention ist es, Menschen im Leben noch mitzugeben, sich nicht von dem Partner zu trennen, aber zu entscheiden, ist es der Richtige? Liebe ich den Partner? Will ich mit dem noch 30 Jahre zusammenbleiben oder liebe ich ihn nicht? Weil ich finde es nicht okay, das auf die Kinder zu schieben und sagen, eigentlich würde ich mich trennen, aber ich bleibe jetzt noch so lange zusammen, bis die Kinder 20 Jahre alt sind. Weil im Gegenteil, die Kinder wachsen eigentlich in einer unehrlichen Familienenergie auf, wo keine Liebe besteht, wo viel gelogen wird. Und das sollte man eigentlich vermeiden. Oder Menschen Jobs machen, nur weil sie sagen, ja, ich mache den Job, weil ich halt überleben muss oder weil ich das Geld brauche oder weil es halt bequem ist, weil ich nur 5 Minuten zur Arbeit gehe. Und dafür trete ich an, den Menschen zu sagen, hey, du bist einmal zu Gast auf dieser Welt. Wie spielst du es? Ein einziges Mal, spiel es so für dich richtig. Wähl deinen Partner und wenn der Partner nach 20 Jahren nicht mehr der Richtige ist, dann sei so ehrlich, kommuniziere und trenne dich, weil das ist ja dein Leben. Du musst nicht für deine Kinder leben, nicht für deinen Partner leben, sondern für dich. Und deswegen. Ganz klar. Und die Kinder spüren das längst. Ne? Also das ist immer so ein Thema, nicht vor den Kindern. Die Kinder spüren das längst. Und weißt du, ich habe so eine Überschrift für mich. Also einmal habe ich eine Vision, auch Visionen haben so gut wie keine Menschen, also extrem, auch Unternehmer. Welche Vision haben sie? Was, ja, etwas Größeres, als ich selber bin. Aber das Thema, wir machen fast überall den zweiten vor den ersten Schritt. Ich gehe in eine Beziehung, was doch toll ist, Flugzeug im Bauch und so weiter. Ja, der Flieger startet über den Wolken und irgendwo kommt der Alltag. Und dann geht's doch los. Wer bin ich denn wirklich? Was brauche ich? Was tut mir gut? Wie will ich wohnen? Im Beziehungsbereich mega umfangreich. Allein der Part des Wohnens. Der eine braucht Klarheit, Struktur. Ja? Du hast zum Beispiel, hast du in Haus 4 Lebensbereich, hast du das Zein Waage. Du brauchst ein ästhetisches, geschmackvolles Zuhause. Ja, das darf auch schön sein, aber auch sehr tiefgründig. Und wenn du wärst in der Beziehung oder mit den Eltern, Hauptsache du hast ein Dach im Kopf, würde für den Daniel Stock überhaupt nicht passen. Du musst dich wohlfühlen, wo du wohnst, oder du hast ein Problem. Und im Bereich des Wohnens haben Paare extrem viel Probleme oftmals. Ja, das ist am Anfang einfach nicht bewusst. Und das kannst du auf alle Lebensbereiche eben übertragen. Guck mal, du bist ja ein Mensch, du willst ein Leben lang dazulernen. Du willst wissen, du willst geistig, körperlich reisen, in der Gesellschaft wahrgenommen werden. Und jetzt könnte, wenn man in einer Beziehung ist und die Partnerin hat das so nicht im Horoskop, können die sagen, Daniel, hallo, was willst du denn noch alles machen? Ja, hast du die Ausbildung und den Kurs und da bist du doch und so weiter und so fort. Warum willst du ständig weitermachen? Weil es im Lebensplan ablesbar ist. Oder eine Person will Kinder, die andere weniger. Ja? Und. Du liest ist ablesbar. Halt ist ja, ist ablesbar. Ja, klar. Das ist halt alles ablesbar. Ja? Also könntest du sagen, dass du einen guten Zugang hast zu jungen Menschen, dass sich junge Menschen dir anvertrauen. Du bist der, auch das ist egal, ob du 50, 60, wie alt auch immer du bist, werden junge Menschen dich immer als Freund wahrnehmen. Ja. Spannend, spannend. Das heißt, durch die Astrologie würdest du auch behaupten, dass du sagen kannst, passen diese zwei Partner zusammen oder nicht? Nicht nur behaupten, sondern es ist 1:1 ablesbar. Ob dieser Mensch zu mir passt, ob das eine Frau für mein Leben ist, ob das jetzt nicht passt, ob das nicht matcht oder kein Magnet ergibt. Also die Frage ist, muss es von Leben sein? Sind es Lebensabschnitte, wie ja immer. Aber ganz konkret, für mich kann, wenn zwei Lebenspläne passen, darf auch Reibung sein. Durch Reibung entsteht Wärme, keine Frage. Ne? Muss nicht, wir müssen gemeinsam atmen und so, sondern du, das ist immer so das Thema. Das ruft jemand an oder schreibt eine E-Mail, habe jemanden kennengelernt, gucken Sie mal, ob das passt und sagen, ja, mag ja passen. Ja, wie mag passen? Ja, die Frage ist doch, lebt sich die eine Person, lebt sich die andere Person?
Wenn sich eine Person in der Beziehung nicht lebt, hat die Beziehung ein Problem. Ja, also ich muss erstmal für mich stimmig sein, mich leben, begeistert leben und der andere auch. Und dann kann die Beziehung super funktionieren, auch wenn unterschiedliche Interessen sind. Der eine will, keine Ahnung, in Bayerischen Wald und der nächste will auf große Reise gehen. Ja, dann kann man doch, ja. Ja, gut, dass du das sagst. Das heißt, das ist wichtig von der Astrologie her, dass jeder auch sein wahres Leben lebt, sein authentisches Leben. Weil wenn er das nicht macht, dann stimmt es ja schon wieder nicht zusammen. Das heißt, man muss schauen, dass man bei sich ist und authentisch sein Leben lebt. Nicht das vom Nachbarn, nicht das vor sich draußen, sondern sein eigenes Leben. Dann ist man authentisch und dann funktioniert auch diese Astrologie, wo ich sage, dieser Partner passt und passt nicht. Genau. Und im Endeffekt, wenn man ehrlich ist, nach außen hin, ich kann jeden anschwindeln, meinen Nachbarn, meine Familie, alles. Aber wenn ich ehrlich bin, wenn ich in der Dusche bin, auf dem WC setze oder beim Zahnbürsten in den Spiegel schaue, dann weiß ich, dann kann ich mich nicht anlügen und dann weiß ich, bin ich mit mir zufrieden, bin ich mit meinem Partner zufrieden, bin ich in meinem Job zufrieden. Das weiß jeder, wenn er in sich hineinhört, weil er kann sich selber, man kann sich selber nicht anlügen. Ja, klar. Also das, weißt du, das Leben ist halt einfach vielschichtig. Die Eltern meinen es doch gut, ne? Mach doch diesen oder jenen Job und so weiter und so fort. Die Frage ist doch ganz konkret, was ich immer sage. Ich kenne ihr Kind besser, wie sie es kennen. Ja, und so, und dann wird so geschmunzelt und so weiter. Auf einer Ebene, weil halt die Talente und Bedürfnisse rauslesbar sind. Ganz konkret. Und guck mal, genau das zwei Worte erwähnt. Einmal Partnerschaft und Beruf. Wenn du kannst die tollste Partnerschaft haben, wenn du dann in einem Job bist, der nicht deiner ist, also nicht nur deiner, Daniel, sondern überhaupt, ne? Wenn du in einem Job bist und der macht dir keinen Spaß, dann kommst du missmutig nach Hause. Und das nimmt dann immer mehr Energie an und wird immer kräftiger. Und du kommst nach Hause und irgendwann, ja, Job und überhaupt. Und also, ja, kann sich jeder ausmalen. Dann trägt man diese Energie in die Beziehung. Und umgekehrt genauso. Wenn ich einen Job habe, der mich begeistert, bin in einer Beziehung, die nicht stimmig ist, dann trage ich diese Energie aus der negativen Energie aus der Beziehung in den Job. Und somit das hat immer Auswirkungen auf alles. Wie zum Beispiel Fremdgehen, sich in Arbeit stürzen, Alkohol, Drogen, das sind alles so kleine Nebenwirkungen, für dass man nicht im Reinen ist. Absolut, ganz klar. Weißt du, ich kann mir selber die Frage ja beantworten, weil jetzt hatte ich eine Firma, war nicht ganz klein, wir haben 100 bis 120.000 Tonnen jedes Jahr bewegt. Also da ging schon richtig was ab, 30, 40, 50 LKW beladen, entladen, beladen, Bahnanschluss und alles drum und dran. Ich würde doch ganz klar die Astrologie nicht machen, um mich zu verkackalbern. Ich habe Unternehmen, die und Menschen, ob Schauspiel, ob im Sportbereich, egal wo, wenn ich die auf meiner Homepage stehen hätte, würden sie manche wundern. Und ich habe unglaublich viele, ich habe an die 40 promovierte Menschen, wo ich am Anfang dachte, die werden das gar nicht in Anspruch nehmen. Genau, das sind alles Menschen, die, wie du auch, die Welt hinterfragen, Zusammenhänge erkennen, das große Ganze erkennen. Nicht nur, was wir greifen, ist auf dieser Welt real, sondern es gibt Dinge, das Universum ist Schwingung. Und ich glaube, man darf, und die Zeit ist reif, man darf sich da mal so ein bisschen zurücklehnen und die großen Zusammenhänge und auch die Welt mal ein bisschen anders verstehen. Die Welt mal ein bisschen anders verstehen. Hilft die Astrologie, das Horoskop auch bei Tieren? Ja, wichtig ist, wenn ich mal angenommen, ich hätte von dir jetzt keine Uhrzeit oder von einem Tier. Von den meisten Tieren hat man keine Uhrzeit. Aber wenn ich an dem Tag, an dem du geboren bist, stand die Planet auf einer gewissen Gradzahl und in einem gewissen Zeichen. Ne? Dein Mond zum Beispiel im Zeichenstier, der steht da. Oder der Jupiter auch im Zeichenstier, wie einmal. Das kann man alles rauslesen, übersetzen. Aber die Lebensbereiche kommen erst zustande durch die Uhrzeit. Ich habe, und ich bilde ja auch umfangreich aus, und da sind zwei
die das extrem stark betreiben mit Hunde und Pferde, die auch im Coaching-Bereich tätig sind, die sogar die Pferde aussuchen, eine Frau, die arbeitet mit behinderten Kindern und in dem Reiterhof und im Umfeld wird darauf geachtet, dass auch die Geburtszeit dann aufgezeigt wird, aufgeschrieben wird. Und dann kann man, wenn ein Pferde zum Beispiel mit behinderten Kindern arbeitet oder zusammen ist, dann sollte es ein Pferd sein, was nicht so arg impulsiv ist. Ja? Und dann kannst du gucken, welches Pferd ist das Richtige. Oder ich habe einen Schäferhund, den wollte der Zoll schon und die Bergwacht und so weiter. Und die Frau ist aus Deutschland. Und die wollte von mir, das war dann vor viele Jahren, mein erstes Tierhoroskop. Und ich sagte, ja, haben Sie auch von dem Hund die Uhrzeit? Ja, hat sie. Und dann sagt der Hund findet, habe ich zu ihr gesagt, der Hund findet alles, was er finden muss. Und tatsächlich, sagt sie, ist unfassbar, wie oft der Hund schon, gerade vom Zoll oder von der Bergwacht und so weiter. Also für Tiere ganz klar auch übersetzbar und mit der Uhrzeit, mit der stimmigen Uhrzeit auch übersetzbar, was ein Tier, wie ein Tier agiert, was ein Tier braucht, ganz klar. Ein Beispiel, wir haben so einen kleinen Westi, die Vorgängerin war ein krebsgeborener Hund und ein West Highland Terrier und der jetzt der Zeus, der Name kommt von mir, der ist Schütze geboren. Die krebsgeborene, die Annie, die war immer so um uns rum, immer sehr stark familienbezogen und der Zeus, der Schütze geborene, das ist ein Schlitzer, der sucht immer die Weide, ne? Das ist dem Wurst egal, wenn die Tür aufsteht, ist er weg. Also, jetzt kann wieder jeder sagen, hör, Zufall und so weiter. Nein, es ist einfach ablesbar. Vielen Dank für den Support an Easy Motion Skin. Der wunderbare Elektro-Trainingsanzug, den ich überall dabei habe, vor allem jetzt in dieser Zeit, wo die Fitnessstudios geschlossen sind, die Trainer keinen Kontakt haben, genieße ich ein Training für mich zu Hause. Mit Anleitung, ohne Anleitung, zum Relaxen, zum Krafttraining oder für die Ausdauer. Viel Spaß mit Easy Motion Skin. Kinder nimmt man auch schon. Also man kann Astrologie vom Kindesalter bis ins hohe Alter anwenden und brauchbar verwenden auch. Absolut. Die jungen Menschen, junge Familien, es ist unfassbar, wie sich die Zeit verändert. Wie viel Anfragen ich habe oder Beratungen, gerade wer bin ich als Mama, als Papa, wie ist unsere Beziehung, dann auch, welches Kind habe ich, wie kann ich es unterstützen. Also jetzt mache ich ja Astrologie schon lange und ich stelle fest, dass das mein Klientel immer jünger wird. Die jünger heißt ja unfassbar viele Menschen zwischen 20 und 30. Die einfach die Sinnsuche fragt, die auch durch die momentane Konstellationen, ne? Homeoffice und ist das wirklich mein Thema? Also du kannst es halt im jungen Alter und im mittleren Alter oder im Rentenalter, du kannst es zu jeder Zeit, in jedem Lebensbereich kannst du die Astrologie nutzen, um dann durch die Lebenszyklen Transite zu benennen. Was steht jetzt gerade an? Welcher Lebensbereich? Welchen Lebensbereich kann ich nutzen? Ja, da gebe ich dir absolut recht, denn ganz viele Freundinnen von mir fragen mich permanent nach dieser Astrologie, nach Face Reading. Übrigens könnt ihr gerne mal reinschauen auf mein Gesundheitsportal www.myouwe.com. Myouwe.com für dich, für mich, für uns. Findet ihr überall unter dem Motto Life can be better. Und da ist auch der Ernst Albrecht Föhringer auf dieser Seite mit seinen Produkten und als Mensch sozusagen vorhanden. Da könnt ihr euch ein bisschen reinlesen, könnt ihr mich auch gerne jederzeit anschreiben und mich fragen. Einen der größten Geschenkstipps könnte ich euch auch geben. Ich habe für meine kleinen Neffen, Kaspar, der Sohn von Antonia und vom Alexander, ein Astrologiebild erstellen lassen vom Ernst. Er hat mir da eine schöne Aufzeichnung gegeben, alles per Text und auch noch per Zoom, per Sprachnachricht. Und ich habe ihnen zur Taufe von meinem Neffen, wo ich Patenonkel bin,
dieses Geschenk gegeben. Und dann sage ich doch, das sind doch heute wunderbare Geschenke, wenn man irgendwo zu einem Geburtstag, zu einer Partnerschaft und vor allem zu einer Taufe kommt, wo man diesen Eltern genau das Horoskop und genau diese Talente, die Gaben und den Sinn des Lebens dieses Kindes schenkt, aus einer astrologischen Sicht, wo man sagt, hey, genau so ist es behaftet und das sind so Vorgaben, wo ich weiß, was tut ihm gut, was nicht, auf was muss man achten, wie kann sich dieser Sprössling entwickeln. Und da sage ich auch nochmal danke, Ernst, weil da haben wir beide diese Idee kreiert. Das beste Geschenk für mich in diesem Jahr und für die nächsten Jahre ist, einem Kind zur Taufe sein Astrologiebild zu schenken und vor allem den Eltern dann auch diese Nachricht. Das dauert so circa 30 Minuten, kann man sich dann bei WhatsApp anhören und hört auf einmal Sachen über den Sohn und weiß, hoppala, aufpassen auch bei den Schwiegereltern, bei den Kindergärtnerinnen, dass man alle ein bisschen so richtig, dass man ihn richtig lässt und vor allem, dass man ihn nach seinen Regeln auch ein bisschen wachsen lässt und nicht nur nach immer nach den Regeln der Eltern, weil die Eltern machen sie immer nach den Regeln ihrer Generation und nicht nach der Generation des Kindes. Weil ich muss mir die Perspektive des Kindes aufsetzen. Ich muss mich auf das Kindestreppchen stellen und nicht auf die Bühne der Eltern. Ja. Aber weißt du, Daniel, Frage an dich, haben das die Eltern, sagen wir einfach die Eltern, hat man das gelernt? Nein, natürlich nicht. Und die Eltern meinen es doch nicht im Grunde genommen. Die Eltern meinen es doch gut. Ne? Also natürlich. Ja, und guck mal, du hast gerade das Wort Gesundheit erwähnt. Dein, das ist einfach jetzt wieder Fachsprache, dein Chiron ist in Haus 10 und in der Fachsprache ist es ganz konkret, das muss man jetzt verstehen oder nicht, die Worte versteht man, der gute Arzt. Also, dass dir der Mensch am Herzen liegt, dass du ein Menschenverständnis hast, dass du Menschen weiterbringen kannst. Vor allem, du sprichst ja auch so viel von jungen Menschen. Weißt du, jeder sagt jetzt, ja klar, den Daniel kennt er ja. Das kann jeder probieren, das mache ich mit Unternehmern im Finanzbereich. Ja, einer aus Norddeutschland, lassen wir mal einen Namen weg. Der schickt mir viele Unternehmen nur Datum, Ort und Uhrzeit. Ich mache so gestern auch wieder. Ganz kurze Aussage, 10 Minuten, 12 Minuten. Dann kommt, alter Schwede, wo hat er sich erkundigt? Also ich übersetze dann die Potenziale, was gerade ansteht. Und ja, ich kann nur sagen, einfach mal probieren und selber dieses Aha-Erlebnis haben, um zu wissen, wer bin ich, wo geht's für mich hin? Und es geht natürlich ins Berufliche, in Unternehmensnachfolge, in alle Bereiche, die das Leben uns einfach bietet, ne? Aber wenn du sagst, junge Menschen, dann ist es so, die Männer sind ja, ich bin ja so ein bisschen so zwischendrin. Also ich stehe natürlich schon auf Frauen, aber ich bin trotzdem, habe ich durch meine Empathie, die ich gelernt habe, durch das Empathische ganz viel Feingefühl auch für dieses Frauenverständnis und denke ja auch ganz ähnlich wie die Frauen auch. Und deswegen merke ich auch, dass die Männer sind noch nicht so offen, die sind noch in diesem Rennen drinnen. Die müssen noch dieses berufliche Rennen mitmachen. Die Frauen, die kümmern sich ja mehr schon um diese Werte. Man sagt ja auch, die Frauen sind ja auch der bessere Sinn. Die Frauen haben ja auch oft am besten sechsten und siebten Sinn, haben einen besseren Geschmackssinn. Auch Sommelier ist ja die weibliche Person ein besserer Sommelier, also wie oft der männliche, weil sie viel mehr sich öffnet und viel mehr in sich hineinlässt. Und auch bei der Astrologie merke ich, dass die Frauen offen sind für dieses Thema, für ihre Kinder vor allem, für sich selber, aber auch für ihre Männer. Und da merke ich schon einen ganz großen Zuspruch, dass da jetzt eine ganz, ganz coole Veränderung kommt, dass die Menschen einfach sagen, eben, jetzt kommt ja diese große Veränderung im Leben, wo es nicht mehr um das Menschbetriebliche geht, sondern wo man jetzt wird es Zeit, dass der Mensch, der vernachlässigt worden ist, so wie der Planet und wie die Tiere, dass man sich um den Menschen kümmert. Und die Betriebsanleitung, würde ich sagen, die geht auch ein bisschen über Face Reading und vor allem auch über die Astrologie. Ja, weißt du, Daniel, früher, keine Ahnung, 30, 40, 50 Jahre Nachkriegsgeneration war alles andere im Start, wie ich kümmere mich jetzt um Astrologie, ging es einfach um Wiederaufbau, um Entwicklung. Man darf ja so die Zeitgeschehen so ein bisschen betrachten. Und da gebe ich dir absolut recht. In der Zeit war eben das männliche Prinzip, der Mann geht arbeiten, die Frau zu Hause. Frauen war immer so das Thema, Frauen können
linke, rechte Gehirnhälfte besser verbinden, lassen das auch schneller zu und Männer gehen ihren Weg. Was ich jetzt feststelle, ist, dass sich da extrem viel verändert. Ja, auch über die Mundanastrologie. Und was halt einfach ein Thema ist, dass ich 2/3 männliches Klientel habe, jetzt tatsächlich so, weil ich halt Wirtschaftsastrologe bin. Heißt aber nicht, dass ich ja, wie schon längst erwähnt, dass ich extrem viel mit jungen Menschen mache. Und die jungen Menschen jetzt, da sind die Jungs und Mädels, würde ich fast sagen, pari. Ich habe unfassbar viele junge Männer, die sich auf den Weg machen, zu hinterfragen, wer bin ich? Und die dann noch, das brauche ich für meine Frau auch. Aber ob die dafür offen ist, und da muss ich immer schmunzeln, weil das dann oftmals von Männern hinterfragt wird, ob die Frau offen ist. Also es verändert sich, sozusagen über die Mundanastrologie ablesbar, es verändert sich extrem viel. Das ist schon gestartet und wird in 23, 24, 25 einen absoluten Höhepunkt finden. Das heißt, diese ganze Entwicklung, die dauert jetzt noch die nächsten 2 Jahre. Ja, also 25 sind Planetenkonstellationen, da geht es nicht um, oh Gott, was kommt da, sondern ich darf offen sein, was auch für einen Unternehmer ist mein Produkt überhaupt noch, du hast den Planet erwähnt, ne? Ist mein Produkt überhaupt noch stimmig, wenn wir an die Umwelt denken, wenn wir an unseren Planeten denken, an die Tiere denken. Und dann natürlich auch, kriegen wir ja mit Elektrizität und alles und Social Media und die Welt verändert sich extrem, findet den Höhepunkt 25, wo jetzt wieder Fachsprache alle langsamen Planeten wie der langsamste Pluto zusammenkommen auf die gleiche Gradzahl und es wird galoppieren. Ne? Und hier geht es, wie gesagt, um, bin ich offen? Verstehe ich und werde ich das Universum, mit dem Universum anders umgehen, so wie du damit umgehst. Also ist das der 6. und der 7. Sinn oder ist das einfach nur offen sein? Naja, gut, der 7. Es gibt Menschen, die mehr Zugang haben oder weniger Zugang, das gibt's definitiv. Kein Mensch hat keinen Zugang, das ist Quatsch. Aber es gibt Menschen, die einen sehr hohen Zugang haben und dafür schneller offen sind und dann eben weniger offen. Aber Zugang heißt ja auch dazu stehen. Genau. Sich dazu bekennen. Ich habe es komplett abgelehnt. Ne? Komm, einfach abgelehnt. Ich hab's belächelt. Ne? Und auch hier, Daniel, ist ein Thema, naja, daran glaube ich nicht. Es geht nicht um Religion. Es ist eine uralte Wissenschaft. Und Menschen machen da Aussagen, ja klar, so ein Quatsch, aber wissen gar nicht kennen gar nicht den Hintergrund. Ja, schau mal, wir können es gar nicht beschreiben. Wir haben uns ja zu sehr in so starke Gesetze vernetzt zwischen da darf sein, darf nicht sein, dran glauben oder nicht. Ich will jetzt einmal auf das Sexuelle zurückgreifen, den Film Shades of Grey, gell? Durch diesen Film und durch dieses Buch hat sich das Sexualleben ein bisschen verändert, weil viele wollten es nicht ausleben. Durch diesen Film haben sich hier aber getraut, so quasi, geil, jetzt kann ich einmal Fantasien ausleben. Vorher war das ja nicht, durfte man es ja nicht, weil man war ja dann Verbrecher oder pervers. Jetzt gibt es Menschen, die sich da trauen, auszuleben. Yoga war ja irgendetwas aus der Räucherstäbchen-Ecke. Wer jetzt Yoga, viele Prominente und alle machen, ist Yoga jetzt der Volkssport, wenn ich sagen darf, Nummer 1 schon fast. Dann geht es jetzt weiter. Früher, wenn jemand Steine in ein Wasser gegeben hat, sagen sie, bist du Scharlach dann? Warum Steine oder Magnetkarten und dein Wasser? Jetzt auf einmal ist es gut. Früher haben sie gemeint, sie müssen dich einliefern lassen, wenn du im Wald einen Baum umarmt hast, hat gesagt, mit dem stimmt was nicht. Heute sind das weise, ganz besondere Menschen. Wenn ich jemanden im Wald treffe und der umarmt einen Baum oder wie ich auch oft vom Wasserfall bin und Ionen schnuppere, weil die Energie vom Wasserfall kommt, dann sind das jetzt eher die ganz weisen Taten. Und jetzt kommt dieser Schritt, wo ich sage, wie zum Beispiel die Leute mir sagen, hey, warum ziehst du diesen Neurosocks an? Hilft der dir? Dann sage ich, schau mal, einen Socken brauche ich sowieso. Ich glaube daran und deswegen ziehe ich ihn an. Fertig. Warum soll ich mir dauernd Gedanken machen, ob es eh nichts hilft? Warum soll ich dagegen ankämpfen? Warum soll ich es nicht einfach zulassen? Und so geht es mir auch bei der Astrologie. Da gibt es ein Bild und ich nehme mir das Werkzeug und verinnerliche es für mich fürs Positive und mache was draus. Und diese
diese Prozent an Menschen, die dagegen sind und sagen, ja, eh alles ein Scheiß und hilft nichts, ja, um die brauche ich mich nicht kümmern. Die sollen genauso in diesem Gedanken ihr Leben weiter. Die muss man nicht überzeugen, sondern lieber denen was Gutes tun, die offen sind und die sich freuen, wenn man ihnen so ein Handwerk an ihr Herz gibt. Ja, Daniel, guck mal, ich habe mir gerade 4 Punkte aufgeschrieben. Akupunktur, Yoga zum Beispiel. Akupunktur hat man noch in den 70er Jahren belächelt. Ne? Heute zahlt es jede Krankenkasse. Und man kennt auch den Nutzen. Yoga, Meditation. Ich bin Skirennen gefahren, Radrennen gefahren, Rock'n'Roll-Profi-mäßig getanzt, als ich in, keine Ahnung, 25, 30 und du hättest zu mir gesagt, Mensch, mach mal Yoga. Ach, das ist doch so Frauengedöns, ne? Das macht man so, also auch belächelt, ne? Alles Quatsch, ne? Belächeln, nein, die Zeit für sich nutzen, Yoga, Akupunktur, Heilenergie und so weiter. Und du hast auch das Wort, das im Horoskop, das achte Haus erwähnt, achtes Haus hier, so, und in der Fachsprache, und das ist der Bereich des Verborgenen, Tiefgründigen und der Sexualität. Und ja, ganz klar, was ist denn normal? Was ist normaler Sex? Kann mir keiner erklären. Ne? Und wie ist das rauslesbar? Venus für Liebe und Beziehung und aber auch Mond. Wenn die Venus eine Beziehung hat, einen Aspekt hat zur Venus, dann ist es ein tiefgründiger, leidenschaftlicher Mensch, also sehr leidenschaftlich. Da hat er von einem mehr oder weniger oder Lebensplaneten in diesem Skorpionhaus. Als ich früher hier Seminare zu Hause gegeben habe, in unserem Seminarraum, und so ein bisschen Nähkästchen, ne? Petra wusste immer, wenn es um den Lebensbereich 8 geht, um das 8. Haus und 6, ne? Sagt immer, da war immer am meisten Energie. Ne? Also du liest tatsächlich raus und Daniel, ja, es geht hier nicht um Ede-Betete. Auch das sind in Partnerschaften Riesenthemen, die extrem auseinanderklaffen können. Ganz klares Thema. Und der nächste Part ist auch noch das Wort Trainer, ne? Profisportler, keine Ahnung, Formel 1, wer auch immer, nutzt Trainer und Coaches und Physios und so weiter. Der normale Mensch denkt, wenn er einen Trainer nimmt oder so eine Beratung, dann hat er ein Problem. Nee, hat er nicht, er will einfach weiterkommen. Also Bereiche, ich glaube, wir können Stunden über diese Themen reden. Absolut, ja. Ja. Aber da sollen Sie mal eine Dings buchen. Wie gesagt, noch einmal bei www.myuv.com. Das ist ja meine Intention unter dem Motto Life can be better, Menschen etwas in die Hand zu geben, wo sie ihr Leben besser machen können. Junge Menschen, dass sie mit 14, 15 nicht irgendwelche Schulen besuchen, nicht in irgendwelche Berufe gehen, wo sie dann draufkommen, dass nicht das Richtige ist, sondern man kann ja schon im frühen Alter schon draufkommen, was ist für mich richtig? Bin ich in der Sportbranche? Bin ich ein Unternehmer? Bin ich ein Führer? Bin ich ein Leader? Gehöre ich lieber als Arbeitgeber oder Arbeitnehmer? Bin ich lieber einer, der Aufträge annimmt? Bin ich im sozialen Bereich oder bin ich für das große Ganze geboren? Und das ist wichtig, weil so wie früher, wenn wir gesagt haben, ja, jetzt machst du mal die Schule, dann gehst du mal die Schule und dann fangst du mal arbeiten an und irgendwann mit 30 bist du schon dreimal falsch abgebogen und hast schon eine verkorkste Ehe, geschieden mit 2 Kindern und bist nicht glücklich in deinem Beruf und denkst dir, scheiße, ich habe noch 50 Jahre, 60 zu leben. Wow, das Leben ist kein Ponyhof. Und dafür treten wir an, der Ernst und ich und viele anderen auch, um zu sagen, hey, life can be better, we are one, für was tretest du an? Ernst, sag mir noch, bitte, sag mir, hast nicht 1-2 Geheimnisse, was du für mich, was du aus meinem Horoskop noch rausliest? Etwas, was ich nicht weiß, wo du denkst, okay, irgendetwas, eine Überraschung oder ein Geheimnis oder irgendetwas, was du siehst, was ich nicht weiß. Ja, also was ich sehe, was du nicht weißt, das mag ich gar nicht, das Wort gute Frage, weil jede Frage sollte gut und stimmig sein. Doch, ja, doch, guck mal. Du solltest, Empfehlung ist von zu Hause aus arbeiten. Du brauchst zum Beispiel kein externes Büro, ja. Sondern dein Horoskop sagt, arbeite von zu Hause aus und dann kannst du von zu Hause aus reisen und alles drum und dran. Auch die Frage, bist du dir wirklich bewusst, dass junge Menschen
Ja, Menschen, die sich auf den Weg machen. Ein junger Mensch kann auch 30, 35, also das ist mir egal, ne? Wo hört es denn auf? In der Bibel steht, wenn er nicht umkehrt und werdet wie Kinder lebe, begeistert, ja. Weißt du, du beschäftigst dich ja schon lang, dass du mit Gruppen kannst, dass du Verborgenes aufdecken willst, dass du in der Partnerschaft eine starke Persönlichkeit brauchst und kein und auch auf die Person verlassen können darfst. Jetzt habe ich allerdings, weil wir, jetzt könnte ich die Asteroiden noch angucken, ich mache ja nicht nur Planeten. Warte, ja. Mal ein Foto. Ja, jetzt könnte ich ja die Asteroiden noch aufrufen, wo vielleicht der eine oder andere Begriff auch noch drin vorkommt. Oder auch die Transite, Lebenszyklen, was steht gerade an. Ja, könnte ganz klar sagen, du hast eine in 22. Darfst du darauf achten, dass du nur noch A, mit tiefgründigen Menschen zusammen bist, die passen eh zu dir, grundsätzlich, aber da ist eine wichtige Zeit, um dich von Menschen zu verabschieden, die nicht mehr zu dir gehören. 22, nächstes Jahr. Ja, absolut, ja. Ich meine, das hast du schon eine gewisse Zeit da und jetzt sage ich ja, woher das kommt. Da wird Pluto, der große Transformator, Veränderer, in dein Haus Begegnung gehen. Das ist natürlich eine Mega-Zeit für Beziehung grundsätzlich, privat, wie auch Begegnung mit anderen neuen Menschen. Also wenn du sagst, oh Mensch, das passt nicht mehr so. Also hier ist wirklich so am Start Menschen, wer passt wirklich zu dir, ja. Und so kannst du natürlich die ganzen Lebenszyklen auch gerade auf dein inneres Kind mehr achten. Transite Pluto ist gerade zu Besuch bei deinem Jupiter. Also mach rein Empfehlung, mach rein das, was dich begeistert, was für dich Sinn macht. Also Aussagen viele, viele, aber das Grundthema, wer dich wirklich ausmacht, ich denke mal, da weißt du schon extrem viel über dich selbst. Wow, vielen Dank. Ja. Spannend. Spannend, spannend. Eine Abschlussfrage habe ich noch. Und zwar, wie wichtig und was bedeutet der Geburtstag eines Menschen? Der Geburtstag eines Menschen, in der Fachsprache wieder Solar. Also der Geburtsmoment und Datum und Uhrzeit, Lebensplan. Der Geburtstag ist ein wichtiger Tag und ich höre immer wieder Menschen, die sagen, oh nee, Geburtstag feiere ich nicht, schade. Denn es gibt in der Astrologie das sogenannte Solarhoroskop, Solarsonne. Und hier kann man die Lebensinhalte, Bereiche benennen für ein gesamtes Jahr. Ja, was steht im, also seit deinem letzten Geburtstag, was steht an für das Lebensjahr 21 bis 22, also von Geburtstag zu Geburtstag, ist ganz klar benennbar. Ja, also sogenannte Prognosemethoden, nicht Vorhersage, aber ist Umzug an, brauchst du mehr Zeit für dich oder weniger, Weiterbildung, Beruf, Familie, alles Mögliche ablesbar. Und ein Beispiel, wenn anstehen würde der Part Umzug und das Jahr, das Lebensjahr wäre schon ein Stück ins Land gegangen und haben sie sich häuslich verändert, kommt die Aussage ja. Also Jahresgeburtstag finde ich ein super toll spannendes Thema. Auch was man am Geburtstag selber macht, ist das auch wichtig? Oder wo man sich befindet, ja, denn hermetische Gesetze, Datum und Uhrzeit, wie im Großen so im Kleinen, war der Geburtsmoment. Und am Geburtstag, wie im Großen so im Kleinen, erklärt sich das, am Geburtstag bin ich ja auch, das ist ein gewisser Tag, ein gewisser Ort und eine gewisse Uhrzeit. Wenn du jetzt an deinem Geburtstag, du bist ja jetzt in Österreich geboren, wenn du jetzt an deinem Geburtstag, an deinem letzten, vielleicht darf ich sagen, nicht in Österreich war, sondern verreist war, hast du dort eine andere Energie für ein Jahr, wie jetzt zum Beispiel in Österreich oder in Deutschland oder wo auch immer. Okay. Spielt tatsächlich eine Rolle. Dass ich das, die Energie von diesem Ort, Land aufsauge und die mich dann so in einer Art und Weise für das kommende Jahr mitbegleitet. Ja, weil sonst würde
Hermes Trismegistos, hermetische Gesetze, sonst würden diese Gesetze nicht stimmen. Und jeder, das sagt jeder Wissenschaftler, wie im Mikro, so im Makro, wie im Kleinen, so im Großen, wie oben, so unten und wie in der Natur, so im Mensch und so weiter. Ja. Und daher kommt das. Und ja, in den Ausbildungen, die ich reichlich mache, kommt dann oft, da können wir das aussuchen. Ja, das hatte ich auch schon. Ich dachte schon, ich bin so ein bisschen schlauer wie das Universum. Ich kann die Astrologie so ein bisschen übertölpeln und habe dann eine Reise gebucht am Geburtstag. Dann konnte ich nicht weg wegen meiner Firma. Also das ist schon alles sinnig und stimmig. Und wir dürfen uns auch dem Fluss des Lebens anvertrauen. Super. Also wer von euch Interesse hat, besucht uns auf www.myuv.com. Ernst Albrecht Föhringer, Astrologiewissenschaftler. Ich bin auch selber permanent bei ihm und er gibt mir immer ganz viele schöne Richtungen und Lichtblicke und für mich wertvolle Werkzeuge mit an die Hand, die ich dann für mich selber entscheide, inwiefern ich mich da mehr oder weniger fokussiere. Das ist ja das Schöne und das nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie, Freunde, Mitarbeiter, für die Liebe, für den Beruf. Und eigentlich auch fürs ganze Leben und so wie ich heute mitbekommen habe, auch für die Tierwelt und vor allem Acht geben, und das werden wir uns alle merken, 2025, dieses große Sternenbild der Veränderung, des Loslassen und des Sein-Dürfen. Ernst, vielleicht kannst du mir noch mal ganz kurz in ein paar Sätzen sagen, was das magische Abschluss für die MyUV-Seite noch einmal auch, was ist das Besondere, das Magische an der Astrologie, für was hilft es und wo wird es eingesetzt? Vielleicht kannst du noch mal so ein ganz knackigen Paket das Ganze noch mal beschreiben, wo ich sage, so wie ein Elevator-Pitch. Ja, also das auf den Punkt gebracht ist ja, dass wir uns tatsächlich einen Plan ausgesucht haben und ich kann raten oder den Plan nutzen. Also es ist einfach ablesbar und jetzt ganz konkret, um das abzuschließen, für das gesamte Leben, egal in welchem Bereich ich stehe des Lebens, wer bin ich, was bin ich und was steht gerade an, ist ganz konkret so ablesbar. Also, wer das mal machen möchte oder ein wunderbares Geschenk braucht zur Taufe für einen Neffen oder für ein Familienmitglied oder einfach mal sein Familienbild ablesen möchte, kommt auf myuv.com, Albrecht, Ernst Albrecht Föhringer. Ernst, ich danke dir und ich werde dich so in einem halben Jahr immer wieder mal kontaktieren und einmal abfragen, wie es mit meinem Sternenbild ausschaut, oder? Du datest mich immer ab, was Neues gibt. Und ich werde deine... Ja, Daniel, ja, auch von meiner Seite natürlich vielen lieben Dank und ich finde es einfach nur genial, wie du jetzt deine Richtung tatsächlich findest, dein Lebensplan lebst, Menschen zusammenbringst, die zusammengehören. MyUV ist ja nicht nur der Daniel und der Ernst Albrecht Föhringer. Hier gibt es ja viele, viele auch prominente Persönlichkeiten, viele verschiedene Lebensbereiche. Und das, was du tust, macht absolut Sinn. Und ich kann dich wirklich nur ermutigen, mach weiter so, lass es vielen Menschen zukommen, was die Welt uns so bietet. Ne? Danke dir, danke für deine Begleitung und danke, dass du auch deinen Schatz sozusagen mit vielen anderen teilst und dass du auch da bist und auch zu den Menschen gehört, die antreten unter dem Motto Life can be better und we are one. Danke, lieber Ernst, und bis auf bald. Ich danke dir auch und natürlich bis auf bald. Ciao, ciao. Gibt es denn so einen Abschiedsgruß bei Astrologen? So, also die drei oder so? Oder nach oben? Der Blick nach oben. Der Blick und nach vor oben. Vor allem der Blick nach innen. Genau, das ist es, der Blick nach innen. Das ist wichtig. Esoterik, der Blick nach innen und nicht nur nach oben. Da werden uns jetzt viele bestätigen, die das Leben mit Atmen, Yoga und mit sich selber beschäftigen, wissen, der wichtigste Blick ist der nach innen und nicht der bei der Haustür raus in den Garten. Genau. Wieder zweiter vor erstem Schritt.
Ja. Danke, servus, ciao. Ja. Der Gast aus 307, diesmal mit Astrologiewissenschaftler Ernst Albrecht Föhringer und viele spannende Geheimnisse, was das Leben so mit sich bringt. Ich durfte auch ein bisschen mehr über mich erfahren. Geheimnisse wurden ausgeplaudert und man hat ein bisschen so auf den Zahn gefühlt. Scharlatan, Aberglaube oder ist es die pure Realität? Ist es Zufall, Schicksal oder ist es einfach etwas, was seit der Geburtsstunde eines jeden Einzelnen feststeht und wo man dran halten kann und wenn man dran haltet, sich eigentlich an vielen schönen Sachen lusten kann und es genießen kann. Denn das Leben, man ist einmal zu Gast auf dieser Welt. Wie spielt man's und für was tretet man an? Danke, servus und ciao. Danke für den Support an myuwi.com, das coole und clevere Gesundheitsportal. Für mich, für dich, für uns alle. Lass dich inspirieren. Der Gast aus 307. Hey, und hier noch diese Info für dich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like sie oder teile sie mit deinen Freunden. Daniel findest du übrigens auf den üblichen Social-Media-Plattformen. Sein Name dort entweder Daniel Stock oder Stockanotti. Danke dir. Danke dir und viel Spaß.